Hallo Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hab mir heute einmal gedacht, weil gestern haben wir nämlich ein rechter Unwetter gehabt. Ich schaue jetzt mal hinten zu FDS Village, schauen wir mal die Baustelle an, ob da irgendwas passiert ist, ob irgendwas fehlt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne begleiten. Also der Pool-Untergrund schaut schon mal recht gut aus, da fehlt schon mal gar nichts. Aber so wie es aussieht, hat es unseren Pool-Technikraum erwischt. Da ist jetzt Land unter sozusagen. Und jetzt, wisst ihr was, jetzt ziehe ich mal schnell meine Baustellenpumps an und dann schauen wir mal runter und schauen uns das einmal genauer an. So, meine lieben Freunde des Stroms, herzlich willkommen bei unserem absoluten Bio-Moor- und Schlammbad. Also wer Lust hat, das Wasser ist so kalt. Und da dürfen wir jetzt auf alle Fälle mal was machen. Also es hat anscheinend doch stärker geregnet, als wie ich gedacht habe. Und habe mir hier natürlich durch die Drainage, muss ich jetzt auch dazu sagen, weil hier in dem kompletten Pool-Untergrund ist ja die Drainage verbaut, geht hier runter in den Technikraum und geht dann in den sogenannten Sickerschacht. Und mir ist leider Gottes die Pumpe ausgefallen, weil es die Sicherung geschmissen hat. Und deshalb ist das Ganze hier wie eine Badewanne vollgelaufen. Und das kennst du bestimmt auch bei euch, wenn ihr irgendwo mit im Keller irgendwas habt und Hebeanlagen drin habt. Und zu dem Thema, passt jetzt wunderbar, möchte ich auf alle Fälle noch ein Video machen, wie man das dann schützen kann, beziehungsweise wie man hier gewisse Vorkehrungen trifft. Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass wir das ganze Wasser hier rauskriegen. Und das Gute ist, FDS Village hat ja eine eigene Betriebsfeuerwehr und die werde ich jetzt dann anrufen. Und die soll mir dann hier bitte helfen beim Auspumpen. Genau. Und wie ihr schon sehen könnt, ist auch ganz interessant. Muss ich gerade aufpassen, dass mir die Gummistiefel nicht volllaufen. Wenn man hier mal herschaut, die Wasserkante, dann sieht man schon, wie hier der Boden aufgeweicht wird. Und deshalb sollte das jetzt etwas zügig passieren. Aber unsere eigene Betriebsfeuerwehr ist natürlich da recht zackig unterwegs. Die rufe ich jetzt schnell an und dann schauen wir uns mal, was die machen. Wir haben natürlich das Feinste an Löschtechnik und Fahrzeugen in unserer eigenen Betriebsfeuerwehr. Das fahren wir jetzt einmal vor. Also tatü, tatü. Die Betriebsfeuerwehr von FDS Village ist da. Juhu! Oh, ich liebe meinen Humor. So, also. Löschfahrzeug 1. Jetzt muss ich das zweite gerade schnell holen. Weil wir haben ja wieder nur einen Esel, der nüchtern ist. Tatü, tatü. Unser Pumpenwagen. So. Und schon sind wir am Einsatzort. Juhu. So, jetzt stehen wir da. Wer hilft mir jetzt? ist aber auch nicht. Also meine lieben Zuschauer, es ist auch nicht als Verarsche der Feuerwehr gedacht oder sowas, aber ich sehe das Ganze ein bisschen mit Humor, weil kaum hast du ein Loch im Garten, schon gibt es Unwetter und läuft dir die ganze Baugrube voll so ungefähr. Und ich sehe es jetzt eigentlich ein bisschen mit Galgenhumor, weil was willst du machen? Also du kannst eigentlich nur noch lachen, weil ich sage, es ist so witzig. Naja, also machen wir mal das Beste draus. Ich habe natürlich mehrere Tauchpumpen, Gott sei Dank. Die kaputte ist ausgesondert, die habe ich jetzt einmal in die Werkstatt getan. Und die Idee ist jetzt einfach, dass wir über den sogenannten Sickerschacht das Wasser über eine Tauchpumpe hochpumpen und dann in einem sogenannten offenen System, also jedes Feuerwehrmitglied weiß jetzt genau, was ich vorhabe. Das heißt, ich pumpe jetzt offen hier in diesen Tank rein und von dem Tank pumpe ich dann 120 Meter zum nächsten Kanal, weil ich habe nämlich keine Lust, hier irgendwo Überschwemmungen zu verursachen. Weil das natürlich auch nicht like ist, weil das ist ein Nachbarn sein Grundstück, das gehört man nicht. Und auf meinem eigenen Grundstück versickert das nicht so schnell. Deswegen machen wir jetzt einfach hier mal ein bisschen Pumpenfetisch. Genau. Ich baue jetzt das Ganze mal auf und dann hole ich wieder dazu.
Na, hoffentlich reicht es jetzt. Nee, schauen wir mal. Haben wir ja noch was im Portfolio. So. Gut, dass wir nicht von der schnellen Eingreiftruppe sind. Sonst glaube ich, war das Haus schon abgebrannt. So. Jo. Ach, der Kerl hat wieder mehr Glück als Verstand. So. Dann. Drehen. So. Und weiter geht's. So, wie man sehen kann, pumpt jetzt die Tauchpumpe. Wunderschön. Das biologisch abbaubare Schlammwasser. In diesen Vorratstonne, sind ungefähr 120 Liter. Und wenn jetzt dann halb voll ist, dann starten wir die zweite Pumpe. Die schiebt ungefähr 3600 Liter pro Stunde und fördert das Ganze dann weg. So, dann schauen wir mal. Jetzt schon das erste Wasser. Ah, müsste eigentlich selbst ansaugend sein. Ja, komm schon. Wisst ihr was, Freunde des Stroms, kommt einfach mal schnell mit. Dann wollen wir mal sehen, wie lang 100 Meter sind. Und deshalb mache ich jetzt zum Beispiel dieses offene Verfahren, das heißt hochpumpen in einen Zwischentank und vom Zwischentank mit einer Druckpumpe dann wegpumpen, weil die Tauchpumpe würde das wahrscheinlich so nicht schaffen. Ui! Da vorne sprudelt es ja schon. So. Da läuft ja was. So. Wunderbar. Schaut her. Und schon läuft das Ganze in die Kanalisation. Natürlich muss man bei so einem System auch aufpassen, wenn man jetzt quasi mit dem Tank arbeitet, dass natürlich die Druckpumpe mehr Leistung hat als die Hebepumpe, sozusagen, also die Tauchpumpe. Und deshalb mache ich jetzt einfach den Tank einmal richtig schön voll. Und dann habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, das Ganze ein bisschen zu überwachen und zu schauen, dass hier quasi keine Luft mehr nachgesaugt wird oder dass der Behälter zu schnell ausgeleert wird. Das mache ich jetzt mal und dann zum Schluss hole ich euch wieder dazu. So, jetzt schauen wir mal, wie es mit unserer Stromversorgung aussieht. Ihr wisst ja, ich habe hier bei FDS Village meine EcoFlow Delta Pro mit drin. Über das läuft jetzt die ganze Geschichte. Wir ziehen jetzt mit beiden Pumpen aktuell 1,2 kW und kriegen über die Photovoltaikanlage 720 Watt runtergeballert, weil ja gerade die Sonne so schön scheint. Und das ist natürlich auch ein toller Aspekt, also die ganze Aktionen hier draußen sind absolut autark und wir müssen hier keinen Strom zukaufen. Und das muss ich sagen, ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Das andere ist natürlich, warum ich jetzt mit diesen zwei Pumpen arbeite, ist folgendes, dass ich natürlich hier auch absolut leise bin. Also ich schaue natürlich auch auf meine Nachbarn, dass die hier natürlich nicht gestört werden. Ich hätte natürlich schon noch im Container eine Benzinpumpe mit 32.000 Litern pro Stunde mit C-Anschluss. Die habe ich damals für die Wasserrutsche gebraucht und die ist natürlich recht laut. Und jetzt haben wir gerade Mittagszeit und deshalb
bin ich natürlich auf das System umgeswitcht, weil ihr hört's. Also wie ihr hören könnt, hört ihr gar nichts und das System läuft wunderbar. So, und ich mache mir jetzt dann noch schnell einen kleinen Kaffee. Schaut her, man hört überhaupt nichts. So, und schon schaut es wieder besser aus mit unserer Baugrube. Das Wasser ist komplett abgepumpt. Und ich glaube, die Feuerwehr hat schon wieder Feierabend gemacht. Ist ja ganz klar. So, dann schauen wir noch mal in den Sickerschacht. Ich hoffe, man sieht es unten. Schaut her. Und unten habe ich jetzt die Tauchpumpe drin. Und der Sickerschacht ist natürlich tiefer als wie das Drainagerohr. Deshalb, dass das schön voll laufen kann. Und die Pumpe dann sauber ansaugen. So, meine Freunde des Stroms, ich hoffe, hat euch trotzdem Spaß gemacht. Hat natürlich mit Elektrik jetzt wieder gar nichts zu tun. Aber es passiert halt einmal, sobald dass man irgendwo in seinem Grundstück ein Loch ausgegraben hat, gibt es natürlich wieder irgendein Unwetter und die läuft die Baugrube voll. Deshalb habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es ist ganz wichtig, hier die Folien auf der Seite anzuhängen bzw. zu befestigen, dass sich hier bei Regen zum Beispiel hier das Erdreich nicht reingeschwappt wird, also dass das hier in der Grube nicht verschlammt. Und dass das Ganze halt einfach ein bisschen stabil bleibt. Genau. Und ihr habt das zum Schluss gesehen auch, es geht eigentlich mit der Drainage wunderbar, weil der Rollkies ja ungefähr 20 cm ausmacht und in dieser Ebene ist quasi die Drainage verbaut und somit sollte wirklich nochmal sowas passieren und der Pool und der Pooltechnikraum sind schon fertiggestellt, kann quasi unter der Bodenplatte das Wasser ablaufen, wird im Sickerschacht von der Drainage gesammelt und kann dann im Bedarfsfall abgepumpt werden. Das Problem ist halt bei solchen Geschichten, wie zum Beispiel Hebeanlagen, Drainage, Hebepumpen und solche Geschichten, muss man natürlich schon schauen, dass man hier gesonderte Stromkreise hat, dass man ja auch mit dem E4 aufpasst. Dazu, wie aber schon gesagt, möchte ich mal ein eigenes Video machen, welche Möglichkeiten das man da hat, dass man vielleicht auch eine Nachricht bekommt, beziehungsweise dass es halt irgendwie Alarm gibt oder sonstige Sachen, dass man das mitbekommt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil wenn ihr nämlich hier von außen hier Wasser in den Keller einläuft, das macht natürlich keinen Spaß. Genau. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen super schönen Tag, meine lieben Freunde des Stroms. Und lasst es euch gut gehen. Lasst euch den Kaffee oder euer Lieblingsgetränk schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Markus. Macht es gut. Servus. Pfiat euch.